So, dieser Freund, den ich selber reiten werde, ist Möckür aus Holland, holländischer Zucht. Und jetzt nur um zu zeigen, wie brav und angenehm der zu reiten ist, gehe ich mit dem jetzt hier rüber. Noch geht es, dass ich nur zum Podest vom dritten Platz gehen muss. So. Wie gesagt, es ging mir nur darum zu zeigen, wie brav der ist beim Aufsitzen. Sonst wäre ich natürlich problemlos überall aufgesessen, zur Not auch im Laufen aufgesprungen. So, der Möckür ist, das muss ich aus dem Kopf raus sagen, ist 11 Jahre alt. Wie gesagt, in Holland gezogen. Sehr guter Viergänger, reiner Viergänger. Und extrem einfach, leicht und brav zu reiten. Deswegen reite ich ihn selber. Und macht sehr, sehr viel Spaß zu reiten. Ist super toll, besonders im starken Tempo auch zu reiten. Beim letzten Turnier hat er Frederik ihn vorgestellt, hat Noten für starkes Tempo von bis zu 8,2 erhalten, also richtig, richtig hoch. Und Arbeitstempo mussten wir ein bisschen fixieren, das war so ein bisschen trabig gewesen. Das glaube ich aber ganz gut hinbekommen zu haben. Also den rate ich auch so im normalen Alltag fast täglich. Und wie gesagt, macht sehr viel Spaß zu reiten und ist halt eben super von der Leistung her auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite grotten einfach. Er macht nie irgendeinen Blödsinn, der guckt nicht, egal was ist. Trotzdem ist er auf keinen Fall faul, aber hat eben sehr, sehr, sehr gelassen. Das war er nicht immer. Er war lange Zeit Hengst und viele ganz hochkarätige Kollegen, sowohl in Deutschland wie Dänemark, wie Norwegen, haben sich an ihm probiert. Jolli Schrenk hat ihn auch sehr erfolgreich in der Viehzuchtprüfung vorgestellt mit einer sehr hohen Beurteilung. Aber das Vorstellen auf dem Turnier ging einfach als Hengst nicht, so wie es mir berichtet wurde. Ich habe es selber nie gesehen. Aber er muss sich als Hengst immer derart blöd benommen haben, dass dadurch immer alle Noten direkt irgendwo im Keller waren. Und jetzt ist er, ich weiß nicht genau wann, vor einem Jahr oder zwei ist er kastriert worden. Ich glaube, er war relativ lang Hengst, hat auch sehr viel gedeckt, hat auch eine super gute Abstimmung, kommen wir gleich noch drauf. Und jetzt, seitdem er Wallach ist, ist er grotten einfach. Auch wenn wir sehen, da drüben, der Fuchs, der da vielleicht schon im Bild zu sehen ist oder gleich zu sehen sein wird, ist eine Isternstute. Wahrscheinlich guckt er gar nicht hin. Oder da kommt jetzt ein anderer ist ja, dann Wallach kommt da an, interessiert ihn auch nicht. Morgen! So, auch er ist natürlich wieder nicht abgeritten. Ich habe ja die ganze Zeit die anderen Pferde kommentiert. Ich reite ihn auch gerne schon mal so mit Pelham oder der Frederik hat auf dem Turnier, ich glaube, mit Isan Kandare geritten. Alles gut möglich. Hier zum Vorstellen hatte ich mir gedacht, ich reite mal am besten mit Trense. Dann kann man das am schönsten sehen, dass er auch damit ordentlich geht. Und wie gesagt, was ich jetzt seit 14 Tagen ungefähr sehr intensiv gemacht habe, ist ihn im Arbeitstempo rund zu reiten, langsam zu reiten, vom Zügel wegzureiten.
und möglichst stabil und gut ins Arbeitstempo reinzukriegen, sodass ich eigentlich schon fast am hingegebenen Zügel im Arbeitstempo tölten kann. Ja, ich hatte ihn die ganze Zeit über sehr, sehr leicht beschlagen gehabt vorne. Und jetzt hat er seit ein paar Tagen 8er Eisen mit Lederplatte drunter, also so eine Art Turnierbeschlag. Und den hat er, ach guck mal, den hat er super weggesteckt. Ich musste ab und zu mal so eine kleine Erinnerung geben, dass er im Takt und Tempo bleibt. Aber man sieht, wie deutlich stabil der auch im langsamen Tempo in den Tölt gekommen ist, wie gut er den Takt beibehält. Und auf welcher Hand man reitet, ist wurscht. 11 Jahre ist er alt. Abstammung. Der Vater ist Gloti, Frau Grau, der Isländer von der Beerberg. Morgen, die Damen. Morgen. Hallo. Tölt nennt man das. Schulung der Spaziergänger. Und also der Klotti von der Beerberg, Sieger bei Genia Kepney, super, super tolles Pferd. Toller Viergänger, gigantisch guter Tölt. Und der, also der Klotti, der Vater von ihm, ist wiederum ein Sohn von der Pittel, Frau Wolzmann. Und die Mutter, oh, wie ich das auswendig sagen muss, die Mutter ist eine Tochter von Tier vom Wetzinge, der wiederum ein Sohn von Tier vom Rappenhof ist. Ich habe Weltmeister Zucht mit Kali gewesen. Also super gute Abstammung, hilft einem jetzt als Wallach nicht viel. Hat sehr viel wohl gedeckt, hat glaube ich über 40 Nachkommen. Und ich reite jetzt extra so lange hier im Arbeitstempo rum, damit man einfach sieht, wie stabil der im Arbeitstempo jetzt geworden ist. So, nächste lange Seite lege ich mal ein bisschen zu. Bisschen rannehmen, bisschen schwer sitzen und dann Unterschenkel ran. Bisschen auf die Haltung achten. Und dann so mit halber Fahrt ihn gehen lassen. Wieder zurücknehmen, wieder im sauberen Arbeitstempo pünktlich sein. Das gleich wiederhole ich. Bisschen rund machen vorher. Jetzt mal ein bisschen mehr treiben. Und jetzt die ganze Runde. Ob Kurve oder geradeaus, ist ziemlich egal. Und man kann ihn voll treiben. Wenn man den in irgendeine Endausstellung reitet, und man muss rechte Hand reiten, völlig wurscht. So, dann stelle ich ihn jetzt um in den Trab. Einfach Hände runter, ein bisschen dranbleiben und im Trab am Zügel anstellen und direkt vorwärts reiten. Ist zwar nicht mal meine Gangart, aber kann er auch gut. Oh. Nächste Sekunde ruhiger Schritt. Ein bisschen
Ich schnauere, als wäre ich gelaufen. Ein bisschen von innen nach außen, äußeren Schenkel zurück, äußere Hand ran, innere Hand weg und der Galopp ist direkt sauber aus dem Schritt heraus, sauber und runter. Saubere Galoppade, gut in der Haltung. Abgesehen davon, dass es anstrengend ist, angenehm zu reiten, leicht zu reiten, das Schnaufen so anfängt. Scheiße. Oh. So, ich habe gesagt, rechte wie linke Hand ist egal. Hat mal einen Sauerstoffzelt da? Scheiße. Leute, Leute. Und wieder das stabile Arbeitstempo. Und zulegen. Einfach die Unterschenkel ranmachen. Bisschen zwitschern, voll im Sattel sitzen. Immer Takt. Und hier Rechtskurve, Linkskurve. Pups egal, einfach weiterreiten. Bisschen raustragen lassen. Wieder anschneiden die Kurve. Und dann Vollgas geben. Ah, ist ein tolles Pferd. Oh. Ah, schön. Und in der nächsten Sekunde Zügel lang lassen. Und der ist immer so wie jetzt. Man kann in volles Tempo reiten, macht einen Schalter aus und er ist so wie jetzt. Das ist 25 Tagen bei uns in der Sohlekammer drin. Wird auch die nächsten Tage eher sehr vorsichtig mit dem arbeiten. Zum Glück haben wir seit einiger Zeit so eine Sohlekammer, was den Pferden sehr gut tut. Und wir hatten so den einen oder anderen dabei gehabt, der ein bisschen gehustet hat und jetzt ist seit ein paar Tagen eher dran. Nichts Fiebriges, nichts Infektiöses, aber doch, ein bisschen. Gut. Oh. Möckhöher aus Holland. Ganz sympathisches Pferd. Ja.